So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben schon Mahlzeit, schon 15 Uhr am Folgetag. Und wir haben jetzt die, oder ich habe jetzt schon mal die Sharkfin hier ein bisschen verlängert. Und jetzt kann man hier nicht mehr, oder zumindest nur noch sehr schwierig ins Kettenblatt reinkommen. Was wir jetzt machen, ist unsere Axtpads. Und zwar, wenn das Bike komplett auf der Seite liegt, kommt das Kettenblatt hier unten leicht auf den Boden. Deswegen machen wir hier Axtpads dran, damit wir immer weit weg vom Boden sind. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und zwar benutzen wir dieses weiße PV-Kunststoff. Und ja, lass uns mal anfangen. Ich stelle euch mal hier hin, damit ihr eigentlich alles gut sehen könnt. Nummer 1, linke Seite, kommt in die Achse rein, Schraube rein, fertig.
So geht das. Nummer 2 ebenfalls fertig. Rechte Seite, das große kommt über die Achsmutter, quasi von eurer Sichtrichtung aus so, über die Achsmutter, kann sich dadurch, ist stabilisiert. Und von hier kann man dann mit der Nuss rein und die Kontermutter festziehen. So simpel. Simpel, aber gut. Schauen wir mal, ob das alles passt. Fertig. In der Stellung war es bis jetzt immer okay. Nur wenn er jetzt weiter gekippt ist, weil an dem vorderen Pad, der liegt dann noch nicht auf dem Boden. Sobald der auf dem Boden ist, kam das Kettenblatt auf den Boden. Aber so, zack. Da haben wir jetzt schön Luft. Selbst wenn ich es belaste jetzt. So muss das aussehen. Ja, in diesem Sinne sind wir zum größten Teil jetzt eigentlich fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein bisschen was über die Technik zu erfahren, was man so alles verfeinern oder verbessern kann. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr was selber bauen wollt und Fragen habt, schreibt mich gerne an, das ist gar kein Problem. Ich gebe euch da gerne Tipps. Ja, das Ding hier abnehmen. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier immer ist, was ich in der Hand halte. Und zwar, ich lasse die GoPro über eine Powerbank laufen und kann somit dann die GoPro quasi 2 Tage lang durchlaufen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel natürlich, nicht vergessen, um immer auf dem Laufenden zu sein. Und ja, dann sehen wir uns bald bei der ersten Probefahrt. Bis dann, ciao.